Willkommen zurück, Ghosts. Wir machen weiter mit einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands Fallen Ghosts. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagnachmittag. Ich hoffe, es regnet bei euch nicht so wie bei mir hier. Wir machen weiter. Wir versuchen natürlich jetzt hier den Informanten irgendwo zu finden, den wir in der letzten Folge vergeblich gesucht haben. Ich habe mir eure Kommentare durchgelesen und mir natürlich das Videomaterial auch nochmal selbst angeschaut und dabei den Fehler entdeckt. Es passiert Folgendes: Wenn wir mit dem Typen hier reden, kommt das Pop-up-Fenster. Allerdings hatte ich das gar nicht gesehen, weil der Typ mich mit seiner Aussage abgelenkt hatte. Versuch mal das oder nimm doch mal jenes. Ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat. Und dementsprechend war ich abgelenkt und, naja, bin in die komplett falsche Richtung gelaufen. Soweit dazu. Wir machen das mal. Da ist das Pop-up-Fenster. Dokument erhalten. Es steht auch ganz groß da drin. Ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht gesehen habe. Gut, Nomad, lass mich weiter sprechen. Ich möchte hier meinen Zuschauern erklären, was schiefgelaufen ist. Hätte ich während des Pop-up-Fensters das Menü aufgerufen, so wie hier, dann wäre ich sofort in den Hinweis gesprungen. Allerdings hatte ich das so gemacht wie nun und ich vermisse unten bei den Fallen Ghost Akten das Pop-up-Fenster neu. Da steht da nicht. In allen anderen Folgen, in allen anderen Dokumenten, wenn wir eins eingesammelt haben, stand da unten neu. Hätte da neu gestanden, wäre für mich natürlich glasklar gewesen, dass wir da reingehen müssen, um uns die Hinweise anzuschauen. Das sind jetzt die Hinweise, um den Typen zu finden. Wir suchen also einmal ein Gebäude mit Jacka Blanco drauf. Irgendwie ein Stofffetzen. Und was ist das andere? Ja, ein Typen im braunen T-Shirt und einem gelben Symbol drauf. Das dürfte nicht so schwierig werden, hoffe ich. Suchen wir den Typen einfach mal. Wir brauchen ein Gebäude mit einem Schriftzug. Okay, vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn wir die Drohne hochschicken. Drohne fliegt. Dupdi-dupdi-du. Gut. Schriftzug, wo bist du? Kann ja nicht so schwierig sein. Das Gebiet ist ja gar nicht so groß. Moment mal. Perfekt. Das ist doch unser Gebäude, oder? Auf jeden Fall. Gut, jetzt suchen wir nur noch einen Typen mit irgendwas auf der Brust. Braunes T-Shirt. Du bist es wohl nicht. Wo steht denn hier noch einer? Hier steht noch einer. Ey, ehrlich jetzt. So einfach ist das. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 3 Minuten? Knaller. Echt? Der absolute Knaller. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Wo muss ich jetzt... Moment mal, das war hier unten irgendwo. Hier war der Markt. Also die Richtung. Da sind überall Zivilisten. Passt auf, wo ihr hinschießt. Da ist die Bar. Ich muss den umlegen, ja? So viel ist sicher. Ziel wurde ausgeschaltet. Verstanden. Eine Ratte weniger im Haus. Echt jetzt? Na, prima. Das war einfach, oder? Ja, wenn ich gewusst hätte, dass wir das innerhalb von 3 Minuten lösen können, hätte ich doch nur mal dieses Pop-up-Fenster gesehen. Nun gut, wir sind fertig in dem Gebiet. Die Türme, wie gesagt, machen wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir ein bisschen gelevelt haben. Das machen wir nämlich jetzt. Wir können noch Fertigkeiten verteilen. Und zwar nehmen wir uns hier mit. Hier, das ist das, was ich meinte. Kugelsicher mit der Unverwundbarkeit und Reaktionsmarkierung. Sobald wir beschossen werden, werden die markiert. Das ist sehr, sehr nützlich. Das nehmen wir uns mit. Kugelsicher nehmen wir uns natürlich auch mit. Und eventuell können wir uns jetzt auch schnelles Nachladen mitnehmen. Gucken wir mal, ich weiß nicht.
Können wir? Ach ja, natürlich. Haben wir schon. Automatisch. Dann nehmen wir uns natürlich nochmal kugelsicher mit, weil wir es können. Und nochmal kugelsicher mit, weil wir es können. Und was brauchen wir jetzt? 9.900. Hm. 9.900. Angriffsdrohne, Blutrausch. 4.500. Moment mal, was brauchen wir sonst noch? Nur 9.900. Okay. Eins von den beiden können wir uns mitnehmen. Das nicht. Das nicht. Das auch nicht. Gut, dann nehmen wir uns die... Nehmen wir uns den Blutrausch mit. So, damit sind wir fertig. Ich spare hier weiter auf kugelsicher. Ne, Moment. Wir müssen ja jetzt irgendwo hier ins Gebiet. Und zwar kommen wir hier zum neuen Story-Einsatz. Dann lass uns hier mit der Schnellreise hin und loslegen. Perfekt, neues Gebiet und Loot. Ich bin begeistert, da sag ich doch nicht nein. Gib mir den Nachschub, Babe. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Alles klar, Moment. Dann gehen wir doch hier direkt wieder in die Fertigkeiten, machen uns hier kugelsicher fertig, oder? Ah, nein, es fehlen die Fertigkeitspunkte. Shit! Gut, das dürfte nicht das Problem sein. Das machen wir dann dementsprechend bald. Gut, 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 gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen zum Story-Einsatz. Was müssen wir überhaupt machen? Los Estranjeros machen diese Leute mit Terror gefügig. Das Volk hält sie für unsterbliche Teufel. Beweisen sie das Gegenteil. Alles klar, sammeln wir Infos. Wie weit? Ach, das war der falsche Marker im Moment. So, den nehmen wir mal weg. Und ich möchte eigentlich erst hier hin. Achso, ist schon markiert. Das Volk hält sie für unsterbliche Teufel. Beweisen sie das Gegenteil. Welcher ist denn jetzt hier markiert? Freunde. Eins, zwei, wo ist der dritte? Da. Gott, wir gehen den Weg. 400 Meter zu Fuß. Sind vor einer Woche in diese Kleinstadt eingerückt. Seither fürchten alle Zivilisten um ihr Leben. Und keiner konnte sie zurückschlagen. Bis jetzt. Okay, sammeln wir Infos und legen die alle um. Ist ja klar, okay, wie immer, Freunde. Wir werden mit der NAM-Taktik zuschlagen. Setze Drohne ein. Oh, fuck you. Die Drohne ist hin. Wir haben einen Jammer. Dann halt oldschool. Da ist noch ein Tango. Tango. Wo bist du, Jammer-Typ? Da hinten dürfte noch einer gurken. Markiere einen Tango. Einheimische in der Nähe. Der ist hinter dem Auto hier, möchte ich verwetten. Da haben wir ihn. Alles klar. Alles klar. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Ja, Nomad. Ich weiß. Markiere Ziel, achte auf die Umgebung. Noch einer. Gut, damit hätten wir das hier. Ich denke, wir können loslegen. Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne ist unterwegs. Suche eine gute Position. Hab das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Der Tango ist hin. So. Vorfeld geräumt. Von hier oben können wir herrlich agieren. Genial. Moment, einmal hier um den Fels. Ah, besser geht doch gar nicht.
Einmal. Na komm hier hoch, Nomad. Ich komme hier nicht auf den Fels hoch. Gut, die vier würde ich ganz gerne so holen. Einen müsste ich noch irgendwie wegholen. Dann könnten wir im zweiten Gang mit einem Streich die Typen rationalisieren, wie ich immer so schön sage. Genau, mein Freund. Du gehst mal da hinten hin irgendwo. Okay, machen wir es anders. Shit, ich muss die Position wechseln. Na dann, leg los. Bereit für den Angriff. Tango hat jemanden wachgerüttelt. Locker bleiben, alles ist gut. Ach, da hinten ist noch einer. Wo denn? Hey, alles grün. Haltet die Waffen unten. Wir wollen die Leute für uns gewinnen. Wie jetzt echt hier? Wie war noch einer? Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Boah, Freunde, ey, den habe ich gar nicht gesehen. Wo ist denn der Typ? Wahrscheinlich auch wieder hinter dem Haus. Okay. Nehmen wir nochmal die Drohne und gucken mal von hier irgendwie. Aha. Der Gegner steht da mit Einheimischen. Na gut. Leichtes Fresschen für uns. Brennende Leichen. Gott, ich hasse diesen Geruch. Hatte gehofft, dass ich den los wäre. Und tschüss. Na prima, suchen wir die Infos. Was ein Massaker hier. Die sind hier einmarschiert und haben direkt alles platt gemacht. Alright. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Loot. Hier sind die Daten, die wir suchen. Leichen. Sieht nach einem Massengrab aus. So geht es allen, die den Söldnern irgendwie in die Quere kommen. Hey, gib Wasser. Gut. Ganz ehrlich. Da sieht man doch wohl, dass das ein Massengrab hier ist, oder? Ich meine, hallo? Hier drüben hin. Unser Auftrag ist doch nicht erledigt. Fliegen wir mit der Drohne drüber. Zumindest einmal von hier hinten irgendwie. Vielleicht können wir schon ein bisschen was aufklären. Ich sehe einen Scharfschützen. Hab noch einen Tango. Na, seht ihr? Perfekt. Das sind keine. Die Reichweite ist schon wieder begrenzt. Hab ein drittes Ziel. Unterwegs. Und die Scharfschützen markieren wir direkt. Gehen die uns nicht mehr auf die Nüsse. Und weg sind sie. Gut, wir müssen ja ran. Die vom Turm sind weg. Das ist ein gutes Zeichen, denn dann sehen die uns auch nicht so schnell. Wer? War da noch einer? Dann sollte hier aber noch ein Scharfschütze sein. Weil der kann uns nicht gesehen haben. Markiere einen Tango, Einheimische in der Nähe. Alles klar. Da ist ein Tango, Zivilisten aber auch. Gut, die interessieren mich eigentlich gar nicht. Die Soldaten hier unten, die kann man so einfach weghauen. Aber hier, der. Roger, ich gehe in Position. Der ist mies. Roger, Ziel erfasst. Tango ist tot. Hm. Aha. Tango markiert, er steht sehr nah bei Zivilisten. Und noch Ziel einer. Markiert, behalt sein Umfeld im Auge. Gut, damit hätten wir die hier.
Und weiter, Nomad. Keine Müdigkeit vorschützen. Ich muss nur auf die Prädatoren achten. Die sind nämlich super scheiße. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Einer weniger. Bleib zurück, der Tango könnte dich sehen. Noch einer weniger. Verstanden. Such eine bessere Schutzlinie. Die Kirche. Klar, dass die Einheimischen sauer sind. Ziel. Nein. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Einer weniger. Oh Mann. Ich glaube, sie haben ihren Kollegen gefunden. Jetzt müssen wir ihn schnell wegholen, sonst ist hier Alarm. War die Markierung wieder weg? Das ist manchmal echt mies. So, wo kriegen wir die Infos? Ich gehe mal davon aus, hier drin. Hier. Yes. Die armen Schweine wurden zu Tode gefoltert. Was immer die Söldner wissen wollten, haben sie erfahren. Da hege ich keinen Zweifel dran, Nomad. Wir haben Gesellschaft, bleib wachsam. Hey, Kartellschütze! Wo hast Sieht du so sie? Aus, als müssten wir uns den Wiki durchballern. Aber das sind Sicarios. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ich meine, das ist. Wie können die eigentlich umgehen? Ah, wir umgehen die auch. Besser ist das. Nehmen wir erstmal die Mission an und dann können wir immer noch mal zurückkommen, den einen oder anderen von denen weghauen. Kontakt vermeiden. Nur kämpfen, wenn wir wirklich müssen. Nomad, der alte Dschungelkämpfer. Ohne Machete drückt er sich hier durch. Da kennt er gar nichts. Eigentlich sind wir auch relativ schnell zu Fuß, oder? Wenn man hier so querfeld einlaufen kann, ist das manchmal viel, viel schneller, wie mit dem Auto außen rum zu fahren. Alles klar. Nehmen wir erstmal die weg. Wenn ich sie denn sehe. What? Echt jetzt? Sind die unter der Erde vielleicht? Könnte sein. Könnte wirklich sein. Na, die müssen unter der Erde sein. Ich meine, ich stehe ja direkt drauf. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Soll mir auch egal sein. Wir gehen da eh... Oh, 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 wir gehen da eh rein. Ja, ja, hier ist ein Stollen. Alles klar. Ich sehe ein zweites Ziel. Hier sollte noch ein dritter rumstratzen. Naja. Noch ein dritter. Roger, ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Verstanden, unterwegs. Roger, Ziel markiert. Ich sehe das Ziel. Bin schussbereit.
Eröffne das Feuer. Ich schieße auf die Ärsche. Na dann. Runter mit uns. Ja, gehen wir mal in die Höhle des Löwen. Hab noch einen Tango. Kommen die raus oder kommen die nicht raus? Das sind alle? Lassen wir sie rauskommen. Einmal gezielt niederhalten und fertig. Es gibt Feindaktivität. Danke, ich weiß. Ich liebe meine Knarre, die ist einfach genial. Das wäre mies gewesen hier mit dem Geschütz. Da kommst du niemals rein. Ich meine, solange der Munition hat, kannst du das vergessen, Alter. Nun gut, ich hätte ganz gern ein bisschen Loot. Was haben wir hier? Wenn das richtiges Gold ist, das wäre nice. Dieses Land kotzt mich an. Soll mit der Drohne vorfliegen? Ich meine, das macht keinen Sinn, oder? Okay, Moment. Was? Zur Hölle. Ich meine, ey, hallo. Da war genau drauf. Wenn ich den durch Zielfernrohr sehen kann, dann kann ich auch an den Balken vorbeischießen. Ich will jetzt echt die Drohne nehmen, ne? Halt dein Maul. Ich sehe nichts. Markiere Feind. Einer ist da noch. Noch ein Tango. Nun gut. Sturm und Drang, würde ich sagen. Sturm und Drang. Die verdammte Weste wiegt eine Tonne. Nee. Machen wir es mal mit der Granate. Granate fliegt. Granate, was haben Sie denn? Falsche Waffe. So, einmal mit Kugeln eindecken, bitte. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Habt ihr gesehen? Meine Knarre ist so präzise, auch wenn man auf dem Abzug bleibt. Die hämmert alles nieder. Total geiler Style. Nun gut. Hier haben wir ein bisschen Moon. Und unsere Infos. Zeig her. Die Söldner schmuggeln religiöse Antiquitäten aus dem Land und finanzieren damit ihre Einsätze. Ich habe hier Details, Namen, Kontakte, Transaktionen. Wie geht's jetzt weiter? Neu formieren und bewaffnen. Dann zeigen wir denen, wie der Zorn Gottes aussieht. Okay, ich glaube, wir haben, was wir brauchen. Kommen Sie zurück und ich gleiche die Informationen ab. Ja, prima Ballerina. Schauen wir mal kurz. Los Estrangeros machen diese Leute mit Terror gefügig. Das Volk hält sie für unsterbliche Teufel. Beweisen Sie das Gegenteil. Okay, machen wir mal eine Einsatzbesprechung, würde ich sagen. Aber hier an dem Haus, Schnellreise und los geht's. Neu formieren und bewaffnen. Dann zeigen wir denen, wie der Zorn Gottes aussieht. Okay, ich glaube, wir haben, was wir brauchen. Kommen Sie zurück und ich gleiche die Informationen ab. Hey.
Oh gut, da sind sie. Sie sagten, sie haben etwas. Oh ja, die gesammelten Daten sind Gold wert. Wir haben genug, um die Aktivitäten der Los Estranjeros in Villa Verde ernsthaft zu stören. Wer hat hier das Sagen? Der Chef ist Kapitän Dante Cruzat. So viel wir wissen, ist er ehrgeizig und hat einen lausigen Charakter. Die Bolivianer nehmen ihre Religiosität überaus ernst. Aber das hält ihn nicht ab, Kirchen zu schänden und Priester einzusperren. Die Einheimischen sind richtig sauer und das könnten wir für uns nutzen. Gewinnen wir sie für uns, helfen sie uns gegen Cruzat. Sehen Sie es als Charmeoffensive. Überzeugen Sie das Volk und wir können Cruzats Einfluss brechen. Klingt nach einem Plan. Also, Socrates, was ist passiert, bevor wir sie gefunden haben? Sie tauchten plötzlich auf. Ohne Vorwarnung. Das war lange geplant. Sie haben nur auf den richtigen Moment gewartet. Wenn ihr nicht gekommen wärt, lege ich jetzt in einen dieser Massengräber. Gern geschehen, Socrates. Der Plan hört sich erstmal super an. Die Bevölkerung für uns gewinnen und dann den Typen hier abzusägen. Da ploppen die Einsätze auf. Wir schauen mal kurz nach der Waffe. Die ist hier auch neu. Und zwar, welche ist das? Die PDR. Was ist denn das? Ist das eine Maschinenpistole? Ja. Das ist eine Maschinenpistole, glaube ich. Oder? Können wir ganz schnell rausfinden. Einen Augenblick. Ja. Maschinenpistole. Sollen wir die einmal aufbauen? Wir bauen die einfach mal aus Spaß auf. Einfach mal gucken. Dann vergleichen wir. Welches nehmen wir uns mit? Eigentlich ist Rille. Nehmen wir uns das mit. Ich ziehe ja eh mal über die Schulter. Das bleibt bei Halbautomatik. Großes Magazin ist drin. 3 Punkt. Ach Quatsch. Mündung. Schalldämpfer. Und jetzt schauen wir uns das Baby einfach mal an. So, Moment. Danke. Tja, die Präzision ist natürlich um einiges besser. Aber meine Feuerrate und die Reichweite, die ist einfach unschlagbar. Bei der Tat, deswegen nehmen wir die natürlich wieder mit. Perfekt, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Noch cooler wäre es, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet und mein Projekt hier mit einer Bewertung unterstützen könntet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.